Elektronik Neues würde ich beschreiben, zum ersten einmalig. Weil wir kombinieren Elektro mit Live-Instrumenten wie Live-Schlagzeug. Live-Synth, Live-Gitarre, Live-Bass. Gitarre momentan noch nicht, aber Bassist ist dabei. Ist halt einfach ein Stil, der sich komplett von anderen Musikstilen abhebt. Und das ist eigentlich auch genau dahin, wo wir hinwollen mit unserer Art und Weise der Musik und der Performance. Also die Band ging als Soloprojekt los. Ich war ja vorher in einer anderen Band gewesen, dann Stark Blecher. Das war halt so, ja, ruhige Musik, so zum Kuscheln, der Elektro. Und dann dachte ich mir halt, aggressiver wäre schon nicht schlecht. Ja, da habe ich mir dann mein eigenes Projekt aufgemacht, Electronic Noise. Das lief anfangs ziemlich gut, aber dann hatte ich halt schon ein bisschen Lampenfieber, allein auf der Bühne zu stehen. Dann dachte ich mir, ein zweiter wäre nicht schlecht. Dann habe ich mir halt Martin dazugeholt, als Live-Keyboarder. Ja, das lief dann auch recht gut. Und dann hat man halt einen Auftritt gehabt in Lindenau. Ja, das war eher mäßig, da auch die Leute ziemlich unmotiviert waren, weil zweiter Bühne macht auch keinen Spaß, wenn man das sieht halt. Ja, da hat uns Logi halt entdeckt. Und da dachten wir so, naja, es wäre erstmal ein Schild, wenn man es halt ein Booker macht für uns. Und dann in München lief halt alles drunter und drüber zum Auftritt, zum Dark Munich Festival. Dann haben wir halt so gesagt, ich stelle auf die Bühne mit hoch, dass er halt von oben aus unsere Musik mitsteuert, unsere Playbacks. Und da habe ich dann so auf Fotos gesehen, sieht ja doch recht gut aus, mit drei Leuten, vor allen Dingen ihm. Und seitdem war er auch festes Bestandmitglied von der Band. Ja. Und dann im letzten Jahr, im Dark Flower, das war so früher Sommerübergang, habe ich halt unseren Bassisten mal wieder gesehen, nach Jahren. Wir kannten uns ja vorher auch schon. Und dann dachte ich mir halt so, ein Bassist wäre nicht schlecht, endlich mal richtige Live-Musik zu machen. Und dann kam da ein zum anderen, hat er mitgemacht. Und seit diesem Jahr dann, weil halt die ganze Musik auf elektronisch halt noch zu undynamisch ist ohne echtes Schlagzeug, dachten wir uns halt, wir holen uns noch ein richtiges Schlagzeug dazu. Also das DGT macht für uns als Band besonders, weil halt mindestens 20.000 Leute unseren Namen auf dem Veranstaltungsprogramm sehen und wir auch mit sehr namhaften Bands uns eine Bühne teilen. Also nach uns spielen schon recht hohe Bands, halt sehr gute Werbung für uns und auch die Leute sind ganz anders, als wenn man jetzt in kleinen Lokalitäten spielt, wo bloß 50 Leute da sind. Weil jetzt zum WGT sehen uns unter Umständen Leute aus Schweden, Österreich, Polen, Australien, da ist alles vorhanden. Genau. Und es macht halt viel mehr Spaß, als wenn man die Leute vorher schon kennt und immer die gleichen sind. Ja. Also eine feste Fanbase ist schon nicht schlecht, aber auch neue Leute sind immer willkommen. Ja, das Bandgefüge hat sich in der Sicht so weit entwickelt, dass wir mittlerweile, wir haben den Proberaum, wir probieren, wir machen, wir testen neue Sachen aus. Das ist anfangs, wie ich das mitgekriegt oder gehört habe von meinen Bandkollegen, anfangs wurde nie geprobt. Es hat funktioniert, es hat geklappt und seitdem ich jetzt dabei bin, ich wollte einfach einen Proberaum haben. Ich wollte jedes Lied 1000-mal durchspielen und wenn es uns einfach nur noch ankotzt. Einfach nur aus dem Sinne, was können wir machen, wie können wir uns weiterentwickeln, was können wir für neue Einflüsse nutzen. Und seitdem sind wir weitaus mehr zusammengewachsen. Wir machen privat weitaus mehr mittlerweile miteinander. Wir treffen uns 2-3 Mal die Woche zum Proben oder um neue Ideen auszutauschen. Ja, genau.